Selbst hier bringt es mir nichts. Komm schon, predige. Solche religiösen Unruhen habe, diese Wachstumnachlass. Das kostet mich auch Geld. Ich hab's geahnt. Oh Mann! Also ich habe das Gefühl, das läuft einfach nicht gut mit der Kampagne. Ja. Kann ich halten? Gleichzeitig möchte ich eine Armee rekrutieren, mit denen ich eine Invasion starten kann. Oh Gott. Die haben auch noch alle Erfahrung. Hilfe. Ja, super. Wie soll ich das halten? Na. Hi Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Total War Shogun 2 mit... Boah, das geht schon mal schön los. Jedenfalls für mich. Mal schauen, ob ich das schaffe. Oh, schon Nebel kommt was. Das ist ein Joystick. Das schaut ja schon mal sehr gut aus. Kleines Fort. Riesige Armee. Ich bekomme langsam das Gefühl, diese Kampagne wird einfach nur schief laufen letztendlich. Oh Mensch. Können ihr leicht hineinschießen. Euch da hinten. Ich aber da hinten. Ich möchte meinen General nicht zu schnell verlieren. Katana Kavallerie. Ich glaube, die lasse ich absitzen. Was ist denn mehr? So, und da kommen sie. Importierte Lundenschloss Ashigaru-Einheiten. Super. Die haben auch noch alle Erfahrungen, das kommt dazu. Es wird auf jeden Fall heute ein blutiger Tag. Yari-Samurai.
Hier, du Jojo! Okay, Endmann. Auf die! Ist meine Nordachi-Samurai? Nee, meine Bums ist da. Oh. Genau das hasse ich. Die Festung zu eng ist. Komm schon. Klackt sie in die Flucht. Nein, nicht doch weg. Anscheinend reicht es nicht. Ja, ja, schick auch. Oh, das ist aber viel. Nein, 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 das ist schlecht. Gib mir Unterstützung. Boah, das sind die Überrennen. Und der General soll mal weiterlaufen. Nein, du schießt ja nur deine eigenen ab. Lass es lieber. Ah! Was schießt denn da? Der ist ja hier am Verlieren. Neu von mir! Es ist feindliche Verstärkung eingebrochen! Juhu! Weiteres zum Abschlachten. Okay. Oder? Ich weiß nicht, Schutzhaus zerbricht das mir oder? Tut es eben das nicht. Ah, diese Bomben gehen auf die Nerven. Es zerbricht es doch hier. Lass euch hier bleiben. Rennt! Wow! Wo ist der? Danke! Vom Schlachtfeld. Hallo! Oh! Mist! Aber oh, vielleicht erwischt sie ihn. Mein Gott, rennt da weg! Nein, ein bisschen nah.
ganz optimales Vorhaben. Oh, es geht wieder hier rauf. Super, da kommt neues Futter. Nein! Ich hab's überlegt, geht rein, bitte. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord! Hier nur Yoigat! Sessiono Mere wa! Mere wa Omachi Musagimasu! Super. Und es kommt das Schönes. Okay, jetzt kommt der Rest noch. Naja, und noch mehr. Ach Mensch. Ashigaru no Yumiatai de gozaimasu. Greift ihr jetzt an oder nicht? Kommt schon.
Eine unserer Einheiten hat keine Munition mehr, mein Lord. Okay, super. Na, macht schon. Wie bescheuert ist das jetzt? Ich greife mich doch an. Na toll. Die KI greift nicht an. Das einzige Mittel, um vielleicht einen Weg rauszugehen. Schon wieder war es kann, war das so völlig ein Vorteil. Oh Mensch. Na? Okay, da haben wir's. Hallo. Sei mir schon mit das, dass ich es nicht halten kann. Anaginikusal. Nein, ich kann es jetzt nicht rauflocken. Ah, das ist so schön. Na super. Ja, stell dich so weit auf.
Ach, jetzt komm! Es greift an für meine Abonnenten. Das dauert ja noch ewig. Ich habe jetzt nicht die Geduld dazu zu warten. Weil ich möchte noch so viel Fluss reißen, wie es geht. So erreiche ich das nicht ganz. Jetzt auch nichts machen. Die KI bewegt sich nicht voran und ich habe kein Zeitlimit bei der Schlacht. Oh nein, er dürfte auch noch nicht kämpfen. Das ist auf der noch. Komm schon! Ah! Ja, das ist total geil. Ah, trifft deine eigenen Truppen. Was für ein Gedränge. Glorreiche Niederlage. Das habe ich dir noch gezeigt. Ja. Ach Mensch. Ja, wären die raufgegangen. Das schaut jetzt echt schlecht aus. Schiffe zu einem Handelsposten, um das Warenaufkommen zu erhöhen. Oder überfallt feindliche Handelsrouten, um das Einkommen nicht in die falschen Hände geraten zu lassen. Bedenkt allerdings, dass der Angriff auf gegnerische Handelsrouten eine Kriegshandlung darstellt. Muss ich so sagen, ich habe eine aktuell laufende Shimatsu-Kampagne und da läuft es besser. Ja, das beruht aber auch darauf, dass ich ein paar Fehler vermieden habe, die ich jetzt hier am Anfang gemacht habe. Schön. Super! Jetzt sind wir fast wieder
wie vor einigen Parts davor. Es hat sich wiederum jetzt eigentlich fast gar nichts geändert. Ja, das ist jetzt einfach nur schlecht. Ich weiß es nicht, aber wir haben jetzt 1563. Aber bis zu 1600 ist noch eine Zeit hin. Aber für mich persönlich schaut es düster aus mit der Kampagne. Ich meine, ich könnte jetzt noch eine Armee machen. Aber dann wird sich das gleiche Spiel sein. Ich bräuchte eine zweite Armee, eine zweite Full Stack. Das sind zu große Clans. Das geht nur mit zwei Full Stacks. Oder ich würde es von hier machen. Dann dürfte ich bessere Karten haben. Aber nein, mit dem bin ich ja auch im Krieg. Wegen dem Bündnis. Das müsste ich eigentlich dann brechen. Tja. Ich weiß, es ist auch nicht so richtig. Wie soll das jetzt weiterlaufen?